Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kann selber nicht fassen, was wir jetzt beim siebten und letzten Chakra angekommen sind. Und ich weiß von ein paar Leuten, die so ihre Erfahrungen mit mir teilen, dass sie noch mit dabei sind, dass sie wirklich jeden Monat sich ein Chakra vorgenommen haben. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Die haben auch ganz tolle Erfahrungen damit gemacht. Und wenn du das Video jetzt erst siehst, kannst du gerne zum ersten Chakra nochmal zurückjumpen. Und einfach nochmal anfangen und dir jeden Monat eins der Chakren vornehmen. Das siebte Chakra, das Kronenchakra, hat die Farbe Violett. Und die zentralen Themen sind diesmal Spiritualität und Selbstverwirklichung. Es ist aber so, dass sich das Kronenchakra nicht erwecken lässt, solange nicht alle anderen sechs Chakren eine stabile Basis dafür bilden. Und deswegen war diese Chakra-Challenge eigentlich so wichtig, von unten anzufangen mit dem ersten Chakra, einen Monat lang jedem Chakra zu widmen, dass die jetzt eine stabile Basis bilden, damit jetzt auch das siebte Chakra, das Kronenchakra, erweckt werden kann. Und der körperliche Einflussbereich des Kronenchakras, was übrigens hier oben liegt, ist ja auch ein Klopfpunkt beim EFT zum Beispiel. Der körperliche Einflussbereich ist logischerweise das Mittelhirn, aber auch der gesamte Organismus. Und es wirkt sich auf die Funktion der Zirbeldrüse aus, also der Epiphyse. Und wenn das Kronenchakra dann wirklich erweckt ist, wenn es wirklich aktiv ist, wenn die Energie im Kronenchakra fließt, dann hat man auch so eine unumstößliche Gelassenheit. Und gerade als Mutter ist das Thema Gelassenheit ein sehr, sehr großes. Und das wünscht man sich eigentlich, so eine unumstößliche Gelassenheit. Was empfindet man noch? Tiefen Frieden, aber auch so diese Verbundenheit mit dem Universum. Und dieser tiefe Frieden, diese unumstößliche Gelassenheit und diese Verbundenheit mit dem Universum, das sind Anzeichen dafür, dass das höchste Ziel erreicht wurde, nämlich die vollkommene Vernetzung und der Zustand absoluter Glückseligkeit. Und das ist ein Stückchen Arbeit und das dauert ein bisschen und das darf man nicht erzwingen, aber wenn es dann da ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wunderschön und ganz, ganz toll. Wie immer, wenn ihr das Kronenchakra, wenn ihr dann soweit seid und da ein bisschen nachhelfen wollt, sind ganz, ganz tolle Edelsteine, Diamant, Bergkristall und Amethyst. Und die ätherischen Öle für das Kronenchakra sind Weihrauch und Rosenholz. Also Weihrauch ist ganz allgemein ein ganz, ganz tolles ätherisches Öl, weil das ganz, ganz viel kann und ganz, ganz toll für den Körper ist. Meine ätherischen Öle habe ich ja alle von doTERRA. Das ist immer unten in der Infobox verlinkt, falls ihr da mal gucken wollt oder falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Wie immer verlinke ich euch nochmal ein paar Meditation- und Yoga-Übungen für das Kronenchakra unten in der Infobox. Die könnt ihr dann gerne mitmachen. Und auch in diesem Monat ist es wieder so zum allerletzten Mal, dass es bei Chakmoni jetzt wieder Rabatt gibt auf Kronenchakra-Produkte. Den Rabattcode, den ihr dafür benutzen dürft, verlinke ich euch wieder auch unten in der Infobox. Und ich würde mich jetzt freuen, all diejenigen, die ganz aktiv an der Chakra-Challenge teilgenommen haben, dass sie nochmal so ein bisschen von ihren Erfahrungen berichten. Oder wie gesagt, wenn ihr jetzt das erste Mal zugeschaltet habt und so ein bisschen Interesse daran gewonnen habt, dann schaut euch sehr, sehr gerne meine Chakra-Playlist an. Da erzähle ich auch nochmal ganz allgemein was zu den Chakren, zu Chakra-Arbeit, wie ich das auch im Alltag als Mama einbaue. Und dann könnt ihr ganz einfach mit dem ersten Chakra wieder starten, wenn ihr möchtet. Das verlinke ich euch einfach auch nochmal. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video wieder gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!